Hallo, ich bin Benno, Barista im Van Dijk. Heute zeige ich euch, wie ihr den Kaffee mit der Aeropress zubereitet. Wir machen die umgedrehte Methode, das heißt die Gummilippe kurz anfeuchten, in den Zylinder knapp einen Zentimeter reingeben und umdrehen. Das hat den Vorteil, dass kein Wasser aus der Aeropress raustropft während der Zubereitung. Wir nehmen unseren Rosso, das heißt unseren äthiopischen Kaffee, ungefähr 14 bis 15 Gramm, der Dosierlöffel, der im Lieferumfang enthalten ist, da sind ca. 14 Gramm, wenn ihr den bis oben hin voll macht. Ich gebe das Mehl in die Aeropress, frisch gemahlen selbstverständlich, ein bisschen feiner als bei der Filterzubereitung. Unser Wasser hat ca. 85 Grad. Da der Druck bei der Aeropress viel höher ist, muss ich das nicht ganz so heiß machen. Ich gieße das jetzt an. Das kennt ihr ja schon vom Filtern bzw. von der French Press und rühre das einmal um mit dem Spatel. So. Man wartet circa 30 Sekunden, bis der Kaffee das Sauerstoff verloren hat und entsprechend die Poren aufgegangen sind. Dann fülle ich das zu Ende um. Ungefähr 180 Milliliter Wasser möchte ich bei dieser Zubereitung haben. So, jetzt sind wir knapp bei 30 Sekunden. Ich fülle das auf. Bin jetzt hier bei 220 Milliliter, also knapp drüber. Rühre das nochmal um. Dann nehmt ihr euer Filterpapier, ganz wichtig, dass ihr das auch anfeuchtet. Ich gebe das in den Filterhalter und gieße das einmal an. Eventuelle Geschmacksrückstände sind dadurch weg und die Poren sind schon geöffnet, sodass das ganze Aroma direkt in die Tasse reingeht. Jetzt gebt ihr den Deckel auf die Aeropress, schraubt das vernünftig zu. Wie immer eine vorgewärmte Tasse oder ein vorgewärmter Behälter, ganz wichtig. So. Jetzt müsst ihr kurz aufpassen, dass nicht so viel rauskommt. Und ihr seht jetzt hier, dass das nur ganz leicht tropft und das macht der Unterdruck in der Aeropress, der hält das feste. Der Vorgang des Runterdrückens sollte so circa 20 bis 30 Sekunden dauern, damit das eine schön langsame, gleichmäßige Extraktion ist. So. Wenn das gleich anfängt so zu sprudeln, also wenn ihr die Luft hört, dann wisst ihr, dass ihr fertig seid. Und so, jetzt sind wir fertig. Ich gucke auf meine Uhr. Wir sind bei 2 Minuten 10. Ich hatte die von 5 runterlaufen lassen. Wir haben eine richtig schön kräftige Tasse Kaffee. Circa 190-200 Milliliter Wasser auf ungefähr 15 Gramm Mehl. Normalerweise sage ich euch ja immer, macht das so, macht das so, macht das so. Bei der Aeropress funktioniert das nicht. Wenn ihr mal im Internet ein bisschen nachsucht, es gibt Leute, die sagen, nach 10, 20 Sekunden drücken. Es gibt andere, die machen das bis zu 4 Minuten. Die Grammzahlen variieren. Wichtig ist, umso intensiver das Ganze sein soll, umso feiner mahlt man, damit der Widerstand beim Drücken höher ist. Ansonsten ist das die perfekte Zubereitung, wenn ihr einfach ausprobieren wollt, wenn ihr eine Feinwaage habt und eine Stoppuhr. Und ja, genießt es einfach, probiert rum und ja, lasst es euch schmecken. Bis bald. Ciao.